Willkommen zu unserem letzten Blog über biologische Medizin. Ich bin hier bei Professor Dr. Thomas Rau im Zentrum Biomed in Schwelbrunn. In seinem Sprechzimmer diskutieren wir über biologische Medizin. In diesem letzten Teil geht es um das Verhältnis von biologischer Medizin zur Schulmedizin. Wir sind beides. Und wir erleben dieses Verhältnis nicht immer ganz einfach. Wie ging es dir im Laufe deiner ganzen Karriere? Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben? Ich denke, mein Zugang zu Menschen ist medizinisch, pathophysiologisch, biochemisch. Ich versuche immer mein Wissen, mein sogenanntes wissenschaftliches Wissen, auch mit zu integrieren. Und stelle fest, dass in der heutigen Zeit sehr viele Therapien eigentlich diese pathophysiologischen Zusammenhänge oder die biochemischen Zusammenhänge gar nicht stark berücksichtigt. So frage ich mich, wie wissenschaftlich die heutige Medizin überhaupt noch ist. Und wenn ich meine ursachenorientierte Medizin betrachte, welche die Ursachen zu finden sucht, also eben versucht zu finden, welche die zellulären Stoffwechselmechanismen außer Kraft setzen oder verändern. So denke ich, das ist eigentlich viel grundlegender, viel wissenschaftlicher. Ich habe das nicht so gern, diese Polarisierung zwischen Schulmedizin und was wir tun. Was ich sage, und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen stimulativ oder auch arrogant, ist, wir sind die biologische Medizin, die ist die grundlegende Medizin. Mit der kann man sehr viel anregen im Körper, dass der Körper selber wieder besser arbeitet, dass meine drei Säulen angegangen werden, der Körper sich entgiftet und zurückfindet zu einem wieder normalem Funktionieren. Bei allen Krankheiten gilt das. Und erst wenn das nicht erfolgreich ist, dann kann man in Ergänzung komplementär zur biologischen Medizin schulmedizinische Maßnahmen anwenden. Jetzt, so sage ich, die Schulmedizin ist komplementär zu uns. Und die meisten Therapien können wir wirklich erfolgreich angehen. Jetzt kommt eine andere Ebene dazu, dass auch wir in der heutigen, wenn ich meine tägliche Praxis anschaue, ich mache EKGs, ich schicke Patienten zum Röntgen, die Tumorpatienten kriegen bei mir auch ein MRI oder ein PET-Scan. Wir haben Ultraschall, ein extrem gutes Gerät in unserer Klinik. Also wir machen eigentlich sehr viel technisch-schulmedizinische Methoden. Wenn ich aber sehe, was dann die Medizin therapeutisch macht, dann ist das leider heute nicht mehr unbedingt pathophysiologisch, sondern es ist eine Guideline, eine Richtlinienmedizin. Und wenn ich anschaue, warum die Menschen zu uns kommen, und da müssen wir uns wirklich selber an der Nase nehmen, warum kommen diese kranken Menschen zu uns? Weil sie mit der heutigen sogenannten wissenschaftlichen Medizin nicht weitergekommen sind oder sich nicht betreut fühlen. Und da, denke ich, müssen wir ansetzen. Ich polarisiere nicht gegen meine schulmedizinischen Kollegen, wirklich nicht. Aber ich denke, sie sollten auch mehr ganzheitliches Denken integrieren. Kommt es vor, dass du Zuweisungen bekommst von Schulmedizinern? Ich kriege sehr viel Zuweisungen von Heilpraktikern und auch von Schulmedizinern, aber vor allem aus dem Ausland. Für die bin ich nicht ein Konkurrent, sondern ein kooperierender Kollege.
Also wir haben, ich denke, etwa die Hälfte der Patienten sind bei uns Zuweisungspatienten. Ja. Recht viel auch verfahrene Fälle. Ja. Ja. Du hast ja eben auch in vielen anderen Ländern Erfahrungen. Ist das Verhältnis eben zwischen diesen beiden, ich möchte ja das auch, wie du, das Zusammenfügen, beides zusammen wäre die optimale Medizin. Aber gibt es diese Widerstände gegenseitigen in anderen Ländern auch? Ja, eindeutig, sogar stärker. Mhm. Wir haben bei uns glücklicherweise, das ist eine Riesenchance für die Schweiz und auch für die Ostschweiz und für den Kanton Appenzell, wir haben eine andere Kultur immer noch. Also bei uns haben glücklicherweise Ärzte noch viel mehr Möglichkeiten, weil nicht alles überreglementiert ist. Und das ist ein großer Vorteil. Drum haben wir hier auch im süddeutschen Raum eine noch sehr gute Kultur von Heilpraktikern, von naturmedizinisch sich orientierenden Ärzten. Ich glaube, nirgends ist die Dichte so hoch wie hier bei uns. Und das sollte man unbedingt versuchen zu erhalten. Mhm. Ich auch der Meinung. Vielleicht wäre es für unsere Zuschauer spannend, ein oder zwei Beispiele zu hören, wo die biologische Medizin besonders erfolgreich war. Ich glaube, jeder Arzt hat so Beispiele, die halt eben toll sind und die er auch gern immer wieder erzählt. Ich möchte eigentlich das gar nicht so jetzt Einzelfälle hochheben. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es Krankheitsgruppen gibt, bei denen wir sehr gute Erfolge haben. Zum Beispiel die Multiple Sklerose. Ein absolutes Schreckgespenst für jeden Laien. Da sieht er sofort den Rollstuhl und so weiter. Und das muss nicht sein. Weil das ist jetzt ein Leiden, wo wir ganz anders dazu hingehen und wo leider auch eben die schulmedizinische Therapien nicht so gute Erfolge haben. Gut, es gibt jetzt die neuen Immunmittel, das muss man schon sagen, auch beim Rheuma. Aber ich denke, mit unserer Ursachenmedizin haben wir sehr gute Erfolge. Ich habe einige Patientinnen, die mehrere Patientinnen, die mit einer schweren Behinderung durch MS da wieder besser geworden sind, dann so konstant geblieben sind. Und über zwei Patientinnen habe ich über 20 Jahre, die nicht mehr gehen konnten. Und jetzt sind sie immer noch selbstständig und machen ihren Beruf und so weiter. Habe ich mehrere. Wie sieht es aus bei rheumatologischen Krankheiten? Das war ja mal deine Spezialität. Genau. Bei rheumatologischen Krankheiten, zum Beispiel die Spondylitis ankylosans, die blockierende autoimmune Krankheit, die Bechterew'sche Krankheit, haben wir sehr gute Erfolge. Habe ich mehrere Patienten, die auch nach mittlerweile über 20 Jahren schon immer noch sehr beweglich sind, schmerzlos, ohne schulmedizinische Medikamente sind. Und Polyarthritis-Patienten habe ich recht viele. Die tollsten Fälle sind die Colitis ulcerosa, die ulcerative Colitis, also die entzündliche Darmkrankheit. Da haben wir sehr gute Fälle. Ich muss sagen, da werden 60% der Patienten deutlich besser und kommen von Medikamenten weg. Ja. Gibt es auch Grenzen in der biologischen Medizin, wo man nicht viel erreichen kann? Die Tumortherapie ist ein sehr schwieriger Bereich. Und da muss ich sagen, ich habe doch schon viele Patienten erleben müssen, die eben doch gestorben sind mit Krebs. Was ich mit Sicherheit sagen kann, es gibt viele Krebssorten, denen man eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und auch über längere Zeit eine Stabilisierung hat bewirken können. So hätte ich einige dieser ganz tollen Fälle, multiples Melanom zum Beispiel. Ja. Aber
Das sind so die limitierenden Fälle. Etwas auch sehr Schwieriges sind die Demenzen, ältere Menschen mit Alzheimer. Da kann ich leider nicht viel helfen. Ja, das sind schon... Dort müsste man vorbeugen wahrscheinlich. Dort müsste man vorbeugen. Ich muss aber sagen, bei diesen Patienten hat auch die konventionelle Therapie eigentlich keinen Erfolg. Und dann gibt es so die mechanischen Geschichten, wie ja, eine Hüftfraktur, ja, da muss man operieren. Also da geht die biologische Medizin nicht. Ich kann dann nachher die Heilungsfähigkeiten verbessern, aber oder ein akuter Herzinfarkt, den würde ich natürlich nicht jetzt da sektiererisch biologisch behandeln, der gehört ins Spital. Also gibt es ganz viele Notfallmaßnahmen. Ich bin auch der Überzeugung, dass die Notfallmedizin, die Intensivmedizin, doch eine beträchtliche Verbesserung erlebt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Also das ist der große Vorteil der Schulmedizin. Ja. Also vielleicht, weil wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit, noch etwas dazu sagen, wie man Corona verhindern könnte oder mindestens die Verläufe mildern könnte. Die Patienten, die ich behandeln durfte, sind mehrere, die eben Covid-19 gehabt haben, auch mit Lungenproblemen, auch mit Gerinnungsproblemen. Die sind alle innerhalb einer bis zwei Wochen wieder besser geworden. Also ich sehe das Covid nicht als dieses Schreckgespenst und schon gar nicht als Pandemie, wie sie eben präsentiert wird. Und ich denke, da kann man sehr viel machen. Ich habe ja mehrmals schon Artikel geschrieben, wie ich empfehle, eben vorbeugend zu behandeln. Und es ist ganz einfach mit Vitamin D, mit Vitamin C, mit Zink. Ja, das sind so die wichtigsten Substanzen, Selen. Und da gab es ja auch in Shanghai gab es eine riesige Gruppe, die so behandelt wurden. Und die kriegten keine schweren Fälle. Also kann man sehr, sehr viel machen. Und ja, lieber Patient, wenn Sie dieses Thema haben, melden Sie sich bitte. Ich möchte zum Abschluss dir noch Gelegenheit geben, dein neues Zentrum vorzustellen. Biomed-Zentrum Sonnenberg. Tönt schön. Genau. Was sind hier deine Ziele oder wie läuft das hier im Alltag? Ja, ich denke, ich bin sehr versiert in der Behandlung schwieriger Krankheiten mit biologischer Medizin. Das ist meine Welt und das möchte ich auch, trotzdem ich ja im Pensionsalter schon lange bin, möchte ich das weiterführen und auch mit Kollegen, mit jüngeren Kollegen das aufbauen. Das ist ein riesiger Bedarf. Und wir haben uns entschieden, nachdem leider meine Klinik, die ich aufgebaut habe, während 30 Jahren eben eine unglückliche Entwicklung genommen hat, haben wir uns entschieden, nicht einfach aufzuhören, sondern gerade jetzt, auch wegen Corona, antizyklisch etwas Neues aufzubauen. Ich glaube an die Zukunft unserer Medizin und habe mich entschieden, das intensiv zu machen. Im Hotelbereich würde man sagen, ein Boutique-Hotel, wo man einfach das Beste, aber nicht groß macht. Und ich integriere hier in diesem Zentrum alle diese Methoden, die ich in der früheren, viel größeren Klinik eben integriert habe. Also eine intensivste Möglichkeit der Behandlung mit unserer ganzheitlichen Medizin. Ja. Und ihr habt hier auch einen Hotelbetrieb, also die Patienten können hier bleiben für ein paar Tage und täglich zur Behandlung kommen. Wir haben ein wunderschönes Hotel mit 16 Doppelzimmern und wir haben ein veganes Restaurant oder fast vegan, also vegetarisch mit Sicherheit, fast veganes Restaurant, das von Tibitz, das ist eine bekannte Kette, geführt wird. Das Hotel ebenso. Wir haben uns in eine Partnerschaft begeben, glücklicherweise. Also das erste Tibitz Hotel ist hier bei uns. Und ja, das ist unsere Möglichkeit. Und so kann ich Menschen
intensiv behandeln während einer, zwei, drei Wochen, wo sie dann eben hier sind. Und das ist auch der Grund, weil dass so viele ausländische Patienten zu uns kommen. Striktheit, Erfahrung, Inhalt und eben diese Möglichkeiten, die wir hier haben, in einer absolut einzigartigen Umgebung. Genau. Ja. Rundherum sieht man Berge. Sie müssen mal vorbeikommen. Ja, unbedingt müssen Sie vorbeikommen. Wir sind beide im fortgeschrittenen Alter, längstens pensioniert. Wir könnten längstens auf Weltreise gehen. Genau. Aber eben, wir haben uns selber biologisch behandelt und sind immer noch so fit und voller Lebensfreude, dass wir einfach auch als Beispiele dastehen wollen und noch vielen Menschen die Vorteile der biologischen Medizin überbringen wollen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Thomas, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses lange, große Interview, für deine Zeit. Es hat mich gefreut, wenn Sie uns zugehört haben, Interesse zeigen an biologischer Medizin. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und jetzt wissen Sie, wo Sie gut behandelt werden. Vielen Dank, auf Wiedersehen.